Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich euch ein Polybag mitgebracht. Und zwar von Lego, die 30578. Und zwar ist das ein 3-in-1 Creator Set, der Schäferhund. Man kann auch noch einen Skorpion draus bauen oder eine Spinne oder was das sein soll und eine Kobra. Die Anleitung für die Spinne und den Kobra, also die Kobra kann man sich dann im Internet runterladen, ist nicht dabei. Besteht das Set aus 76 Teilen und kostet im Normalfall 3,99 €. Wir haben es für 2,99 € gekauft. Und ja, wir haben hier eine Fliege gerade drin, die wir wahrscheinlich ein bisschen mitklemmen. So. Das lege ich mal hier neben unser Schweinchen. Ja. Sieht doch schon ganz gut aus. Ich würde sagen, wir fangen bei Bauschritt 1 an und klemmen das Ganze mal schön zusammen. Klemmkraft geht schön zusammen. Würde ich sagen, es passt. Geht satt ineinander. So, was haben wir denn hier noch? Erstmal Unterteil. Ja, die gehen schon ein bisschen strammer rein. So der Bauch vom Hund. Der hat in der Mitte hat er was frei. Schlanke Taille. So, jetzt klemmen wir hier noch eine Fliese drauf. Keine Fliese, sondern Plate. Das macht das Wetter. Ja, vielleicht hört das im Hintergrund, da läuft die Klimaanlage. Muss hier drinnen auch sein, weil in unseren Schaufenstern sind über 60 Grad. Ist nicht gerade angenehm. Wir haben es zwar abgestellt, aber also wir haben die Wand zugemauert im Prinzip, dass wir einen eingestelligen Bereich vorne fürs Schaufenster haben. Aber trotzdem ist die Hitze unerträglich da vorne. So. Die ersten 8 Bauschritte haben wir. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Einmal 4 Fliese drauf. Das ein Bein. Das wird das nächste Bein. Nehmen wir in dem Fall die Vorderläufe. Jetzt kommen die hinteren an.
Außenteile. Das war nicht so prickelnd. Hebe ich gleich zusammen auf. So, eine Foto für hinten. Und da unten ran. Die nächste Foto. Stehen kann er schon mal. Dann schauen wir mal, was die zweite Seite so alles bringt. Erstmal der Hals. Und jetzt kommt der Kopf dran. Öhrchen. Das ist die falsche Seite. Das ist auch die falsche Seite. Alles nur eine Seite. Ja. Sein muss. So, andere Seite. Kommen jetzt die Augen drauf. Und die Schnauze. Jetzt fehlt dem Ganzen noch der Unterkiefer. So, jetzt noch das letzte Teil dran machen. Und er ist fertig. Anleitung wieder schön zusammenfalten. Vier Teile sind über. Die Disc kann man ihn noch in den Mund stecken. Hält sogar einigermaßen.
für eine Prickbill-Figur. Gut gemacht. So, ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Machen wir dafür ein bisschen Licht. Und wir kommen zum Fazit. Das ist der Schäferhund. Schöne kleine Figur. Ich nehme mal den Diskus da raus. Dann sieht man hier den Kiefer, werde ich auch wieder einrenken. So, schöne kleine Figur. Finde ich gut gemacht, finde ich auch recht gut getroffen. Wenn ich bedenke, 76 Teile, für den Preis ist das schon mal ganz okay. Ja, sind zwar alles kleinere Teile, fast alles, aber wirklich okay. Ja, kann durchstrecken, man kann hinstellen, wie man möchte. Abschwung bereit. Oder was auch immer. Also, Prickbild richtig gut. Man hätte hier vielleicht noch ein paar Zwischengelenke machen können. Meckern auf hohem Niveau. Aber Kopf finde ich gut gelungen. Man erkennt, was es sein soll. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Preislich für die 2,99, die wir bezahlt haben. Top. Ist wirklich gut. So, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn nicht, gerne auch einen Daumen runter. Aber nur, wenn er auch begründet, warum. Alles andere ist feige. So. Abonnieren nicht vergessen. Ganz wichtig. Egal, ob ihr einen Daumen hoch gebt oder einen Daumen runter, abonnieren. Auch wer meckert, muss wissen, wann es ein neues Video gibt. Also Glocke an. Ich würde sagen, baut auch so schöne Sachen. Und das war's für heute. Tschüss.